Hallo wieder mal. Schön, dass du eingeschaltet hast bei deinem Lieblingspfesel. Ihr diesmal in einem kleinen Survival-Spiel. Okay, keine Ahnung, wie klein es wirklich ist. Es geht nämlich darum, dass wir in diesem Spiel This War of Mine versuchen, neben dem Krieg zu überleben. Vor allem jetzt mit den Flüchtlingsproblematiken, so haben wir gedacht. Sagen wir doch mal, wie schlimm es eigentlich ist und wie schwierig es ist, so in einem Kriegsgebiet zu überleben, wenn man wirklich nichts mehr hat. Ich habe mal ganz kurz eingeschalten und versucht, mir ein bisschen mit der Steuerung da zurechtzufinden. Es ist nicht Controller unterstützt. Man muss nur mal wissen, wie. Da mal was weg. Geht das so? Ich werde es einfach mal neu starten. Werde nochmal neu starten. So. Ah ja, ihr habt da die erste Geschichte gemacht. Katja, Bruno, Balf. Nee, ihr habt die andere Geschichte gemacht. Ich kann gerade auch nichts anderes wählen. Ist mir egal. Wir nehmen jetzt einfach mal die Geschichte. Mal schauen, was auf uns zukommt. Bist du sicher? Ja. Und? Was ist los? Tag 1. Ich finde übrigens den Zeichenstil so cool. Ich weiß jetzt nicht genau, wie man sowas nennt. Das ist halt so. So quasi nur mit Graphitstift, also mit Bleistift, so schattiert. Ich finde das super. Respekt für all die, die sowas können. Und das finde ich. Das ist so richtig das Düstere, so in der Nachkriegszeit. Oh, Kriegszeit. Das versimpelt das einfach super gut. Okay, das sind wir. Als der Bürgerkrieg ausbrach, dachten viele Leute, dass er nur ein paar Wochen andauern würde. Es dauerte Jahre, bis das Militär der Regierung endlich die Rebellen in der Hauptstadt eingekesselt hatte und all ihre Versorgungswege abschnitt. Die Zivilbevölkerung, die in der Stadt gefangen ist, leidet unter Hungersnot, Erkrankung und Bombardierungen. Katja traf sowohl Balf als auch Bruno noch vor dem Krieg. Sie ist eine Reporterin gewesen, während Bruno seine eigene Kochshow im Fernsehen hatte. Balf ist der Star der lokalen Fußballmannschaft gewesen und sie hatten ihn einmal interviewt. Nun treffen sie sich unter vollkommen anderen Umständen auf der Suche nach Lebensmitteln und Unterschlupf. Finde ich gerade super, weil der Fußballer, also der ganz rechts müsste der Fußballer gewesen sein, den habe ich im ersten Spiel auch schon gehabt, aber da war die Katja nicht dabei. Also anscheinend wird das die ganze Zeit irgendwie bunt zusammengewürfelt, wenn man es neu anfängt. Finde ich super. Die kann gut feilschen, ist leicht erkrankt, also man kann rechts unten mal durchschalten. Wie war es so? Er ist der gute Koch, also wahrscheinlich so für Koch, Crafting und so sehr praktisch. Und er ist ein schneller Läufer. So, wie geht man mit der Steuerung? Lenken. Mit Lenken kann man steuern. Wer hätte das gedacht? Bei den ganzen blinkenden Kreisen kann man irgendwie interagieren. Ich weiß nur leider nicht so genau wie. Ich habe nur gerade mal geschafft, dass wir da das zum Beispiel aus dem Weg räumen, den Schutt. Und man kann dann einfach weiterschalten. Sie setzt sich etwas hin, weil sie ist krank. Hat die gerade gezwinkert rechts unten? Oh mein Gott, ich finde die schräg. Ja, ist egal. Du gehst mal nach unten. Die Tür ist abgeschlossen, okay. Müssen wir irgendwas finden, um was aufbrechen kann. Dann räumst du das da mal weg. Und ich finde es super, dass man heute mehrere Sachen gleichzeitig erledigen kann. Es ist gerade 9 Uhr früh, es ist relativ warm. Da wirst du jedoch etwas bemühen müssen und da ein wenig Sachen suchen. Was ist da? Jawohl. Achso, wir haben etwas Kräuter gefunden. So, einfach Bestandteile haben wir auch noch da. Ich kann aus irgendeinem Grund. Ach so.
Zucker. Wasser braucht man immer wieder. Holz. Holz ist sehr gut. Den wird merken, es ist. Ach ja, kann ich alles nehmen. Es ist leider schon fertig gelootet, aber mal schauen, das sind wir da. Man konnte ja noch super craften. Was zu essen, das ist auch gut. Elektrische Teile. Für fortgeschrittliche Verbesserungen, okay, braucht man irgendwann mal. Mechanische Teile werden für Herstellung und Reparatur komplexer Geräte verwendet. Ja, nehmen wir alles mit. Ah, sie sortiert das automatisch schon unten ein. Direkt unter uns sieht man die Küche, da ist schon etwas Fleisch. Oh, da wollte ich eigentlich nicht hin, ich wollte den Kostenlauf machen. Da war einmal ein Kinderzimmer. Ja, auch nur Basissachen. Kannst du das aufbrechen? Du kannst es aufbrechen. Du schlenderst durch die Gegend, sitzt die wahrscheinlich hin. Okay. Wir lassen den mal etwas bauen. Wie kann ich das? Ah, so kann ich es noch verbessern. Gut. Wir haben genug Material für ein Bett. Das soll der jetzt mal herstellen. Es dauert eine Stunde. Los, mach. Wo stellen wir es hin? Wir stellen es. Nein, ich möchte es gerne da unten drunter lassen. So, du baust jetzt mal. Sie hat es schon aufgemacht. Perfekt. Kannst da durchsuchen. So, Füll- und Her-Switchen bringt halt nur noch an was, anders als wegen die Fähigkeiten und anders als wenn sie wirklich länger irgendwo arbeiten. Okay, du brauchst etwas, um das Schloss aufzubrechen. Geh du mal da nach oben. Das such du mal da. Man merkt, das switcht so schnell hin und her, aber wir haben ja genug Holz und Material für ein zweites Bett. Das ist gut. Das finde ich sehr gut. Du, da herum. Das war jetzt schnell. Dietriche! Es ist für den einmaligen Gebrauch. Knackt Schlösser, jedoch schnell und leise. Super! Super! Nehmen wir alles mit. Und dann können wir unten im Keller schon die Tür aufbrechen. Du gehst da mal nach oben. Okay, das kennen wir schon alles. Da wirst du mal da oben den Schutt wegräumen, weil du hast gerade Zeit. Das schlafen musst aber nicht, du brichst da unten das mal auf. Okay, man könnte dir wieder zumachen, habe ich auch nicht gewusst. Mit Werkzeugen kann man halt noch schneller so Gerümpel wegräumen, aber wir haben ja jetzt gerade keinen Stress. Könntest du uns was kochen? Weißt du, du wirst uns noch einen Stuhl bauen? Oder noch ein Bett oder irgend sowas? Was könnten wir noch? Primitiver Herd. Material haben wir genug. Eine Destille. Mit etwas Geduld, ein wenig Wasser und Zucker können wir einen widerlich schmeckenden, jedoch hochprozentigen Alkohol herstellen. Wir könnten ihn dann gegen Dinge eintauschen, die wir brauchen. Erwarte nur nicht zu viel. Puh, ja, später vielleicht. Mal schauen.
Metallwerkstätte. Ermöglicht uns, Werkzeuge herzustellen wie Schaufeln für die Trümmerbeseitigung, Brechstangen für das Aufbrechen von Türen sowie Messer zur Selbstverteidigung. Später könnten wir sie benutzen, um fortschrittliche Werkzeuge herzustellen oder sogar Schusswaffen zu reparieren. Und das da Regenwasser-Sammelbecken. Ich finde das jetzt gerade extrem praktisch. Aber das muss ich draußen aufstellen, oder? Ich kann draußen nichts aufstellen. Und ich habe Angst, dass vielleicht Bombeneinschläge noch entstehen könnten oder so. Ja, stell es mal da her. Der unten kramt noch, sie kramt auch noch. Super, wie viel Animationen allein für das Gerümpel da oben drauf gehen. Hätte ich nicht gedacht. Ja, dann brich dich da mal durch. Du baust dann noch, du grabst noch. Ich glaube, wir werden unten noch ein zweites Bett aufstellen. Oh. Jetzt haben wir keinen Dietrich mehr. Aber mal schauen, was wir da unten kriegen. Bücher. Ein gutes Buch hebt die Stimmung. Je mehr Bücher wir haben, desto besser. Wenn es hart auf hart kommt, können wir es als Brennstoff für unser Heizgerät oder unseren Herd verwenden. Jetzt haben wir eigentlich sehr viel Zucker, wir haben sehr viel Kräuter. Verschiedene Kräuter dienen zur Herstellung von Kräutermedizin und Drehtabakzigaretten. Wie man in Tirol sagt, so selbst repetierter Kräuter-Chick. Habe ich mich mal sagen lassen. Oh mein Gott. Okay, interessant. Auf jeden Fall könnten wir da unten sehr viel werkeln. Das wäre doch eigentlich ein ziemlich guter Raum. Was ist da? Einfaches Heizgerät. Er ist in Unterschlupf zu heizen, damit wir nicht krank werden. Wir können dafür Brennstoff herstellen, indem wir Holz, Bücher oder verschiedene. Okay. Radio brauche ich dabei mal nicht. Verbrauchsgüter ist Brennstoff. Oder Alkohol zu destillieren. Okay, wir müssen noch für das Regenwasser einen Filter auch noch bauen. Okay, das machen wir später. Mal den Herd. Der Herd kommt in die Küche. Oh, es wird schon Nacht. Okay. Die Nacht planen. Der Bruno hat 10 Slots frei. Man sieht es auf der linken Seite. Soll er schlafen? Er ist ein guter Koch. Ich würde mal sagen, dass sie schlafen geht. Im Bett. Weil sie ist ja schon krank. Du gehst plündern, weil du bist am flinkesten unterwegs. Und der Bruno geht auch schlafen. Das wird, glaube ich, schon passen. Was haben wir da? Verlassenes Haus war das, was jetzt dort rechts angewendet wird. Plünderer können jedoch eindringen. Wir können trotzdem Sachen finden, die Plünderer übersehen oder zurückgelassen haben. Lebensmittel, Menge Waffen, Teile. Jetzt muss ich aufpassen wegen der Tastatur, weil X und B funktioniert bei meinem Controller nicht.
Kann ich mit Maus? Nee, geht nicht. Ah, okay, so funktioniert das. Weil wenn ich zweimal X drücke, aber wenn ich X drücke, dann muss ich es schon vorbereiten. Diese Wohnsiedlung ist nahezu unberührt geblieben. Es ist eine ruhige Gegend, kleine Häuser mit Veranden, Gärten und Spielplätzen. Einige dieser Häuser sind jedoch immer bewohnt. Sind noch immer bewohnt, Entschuldigung. Die Leute versuchen hier ein normales Leben zu führen. Medikamente, Teile. Die Villa? Es heißt, dass einige Leute immer noch hier leben und sich den Widrigkeiten stellen. Sie müssen etwas Vorrat haben, Konservendosen zum Beispiel und vielleicht auch Bandagen und Medikamente. Man könnte da also gut handeln. Große Mengen Material, Menge Lebensmittel. Andererseits könnten die uns auch einfach erschießen. Gehen wir mal da her, es sollte ja anscheinend leer sein. Los. Ah, okay. Interesting. Essen brauchen wir nicht. Wir brauchen so eigentlich auch nichts mitnehmen. Ich wollte noch an Dietrich mitnehmen, aber. Ja, gehen wir los. Müssen es eilig gehabt haben. Hier sind immer noch eine Menge Sachen. Und da hinten kann ich flüchten. Okay. Man sieht unten das Blickfeld. Oh. Cool. Das ist leider nicht mein Controller, aber das könnte uns schon irgendwann mal helfen. Ist von der anderen Seite verriegelt. Ist irgendwas drin? Okay, sehen tut man nichts. Dann klopf mal da vorne, vielleicht findest du irgendwas. Was ist das? Schießpulver! Bestandteile. Ja, alles nehmen, wir haben genug Slots. Da unten sehe ich spontan niemanden. Wünscht mir Glück. Stecken, das ist gut. Da oben geht jemand. Seht ihr das rechts bei der Treppe? Was ist das? Waffenteile? Klingen, Gewehrläufe, Triebfeder, Schlösser und so weiter. Was? Düngemittel, Biomüll. Drehtabakzigarette besteht aus einigen Kräutern. Sie erzeugen einen strengen, herben Rauch. Mir egal, alles mit. Ich bin jetzt echt neugierig, was da oben ist. Oder wer? Eine Ratte. Es ist nur eine Ratte. Ach, verdammt. Und ich kack mich da an. Ein Familienfoto mit den Eltern und ihren zwei Töchtern. Gut, dass das die Mädchen nicht ihrem Vater ähneln. Er sieht wie ein Bär aus. Mann, die Scheißrotten. Machen wir das da mal weg. Ist halt super laut. Kann es abbrechen? Ich kann es abbrechen, super. Notiz, am ersten Tag haben sie uns ausgeraubt. Zwei Tage später haben sie unser Mädchen ermordet. Ich habe sie alle erschossen, aber ich möchte die Waffe nicht mehr benutzen. Sie ist kaputt und hinterm Haus vergraben. Der nächste Teil sieht zittrig aus. Wenn Sie das lesen, suchen Sie nicht nach mir. Okay. Na, was soll es da oben bleiben?
Ist da jemand? Ich sehe da niemanden. Dann mach mal die Tür auf. Also, du kannst doch nicht damit fertig werden. Dann gehen wir jetzt zurück. Los, also runter. Ich werde extra nichts weiter looten, weil... Ach, ich hätte noch einen zweiten mitnehmen können. Warte mal, Rucksack. Was könnt ihr davon wirklich nicht gebrauchen? Ich werde mal meinen Dünger wegschmeißen. So. Denn ich glaube, dass hier... Ah, man kann es wieder aufklauben. Super. Hatte ich auch nicht gewusst. Beschädigte Waffe. Und Waffenteile. Super. Das hat sich jetzt wirklich gelohnt. Das hat sich gelohnt. Ich bin so glücklich. So, der nächste Tag. Also mal ganz kurz kontrollieren, ob die Aufnahme noch passt. Ja, anscheinend läuft das. Diese Nacht war ruhig. Ball war auf der Suche nach Vorräten und hat einige interessante Dinge mitgebracht. Ja, ich war dabei. Habe ich sehr gute Beute gemacht. Sieht man, was ich bekommen habe. Das finde ich super, dass die noch so noch ein bisschen reden miteinander. Okay, der ist jetzt müde. Verständlich. Setz du wieder mal hin.